Geografie-Fact. Wusstest du schon, warum Chile so ein extrem langes Land ist? Von Nord nach Süd misst die südamerikanische Nation über 4000 Kilometer. Das entspricht ungefähr der Distanz von Lissabon bis nach Moskau. Und das, obwohl Chile im Durchschnitt nur 180 Kilometer breit ist. Für diese, auf der Weltkarte einzigartige Form, gibt es zwei Gründe. Erstens, natürliche Grenzen. Chile grenzt im Westen an den Pazifischen Ozean und im Osten an die Anden, das längste Gebirge der Welt. Eine Expansion in diese Himmelsrichtungen war also nie wirklich eine Option. Was uns zum zweiten Punkt bringt. Eroberung. Als Chile 1818 seine Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Spanien proklamierte, hatte die junge Nation noch nicht seine heutigen Ausmaße. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts vergrößerte sich das Land. Im Norden gewann Chile den sogenannten Salpeterkrieg gegen Peru und Bolivien, gleichzeitig expandierte es nach Süden in das Gebiet des indigenen Volkes Mapuche. Mehr Infos zu diesen Konflikten findest du in den Kommentaren. Und das war dein heutiger